Ja, was Neues aus Thailand vom Finanzministerium, was Sie wollen. Erstmal schöne Grüße an meine Thai-Fans und meine Abonnenten und die Nicht-Abonnenten. Ich würde die Nicht-Abonnenten gerne sagen, abonniert mich. Ihr kriegt gute Informationen, was alles mit Thailand zu tun hat, mit der Behörde. Aber meine Frau ist eine Beamtin. Sie ist nicht dumm auf den Mund gefallen wie eine Farmerin, wo man die Leute auch nicht schlecht reden. Die lässt sich nicht viel gefallen. Darüber habe ich jetzt nur gestern und vorgestern diskutiert, über die Steuersätze. Ja, und heute, was ich so oder gestern Abend so gehört habe, was die Finanzministerin einen Vorschlag gemacht hat, auch was du hast an Verdienst in Europa oder die Rente kriegst und die Rente bleibt in Europa stehen, dass sie besteuern möchtest. Ja? Erstens, wenn das vorkommen würde, dass wenn andere Länder nicht mitmachen, das ist das Problem, weil jeder Land will seine eigenen Steuern haben. Die wollen doch keine Verluste haben. Ja, das ist auch wieder so eine Angst- und panische Macherei und so. Das werden sie, glaube ich, nicht durchkriegen im Parlament. Dann werden aber dann richtig die Leute abziehen. Was geht sie an, wenn ich ein Haus habe und ich habe die Miete und habe das Kapital in Deutschland? Das macht kein Land. Ja, es gibt ein paar Länder, da musst du dann bezahlen. Aber du bist dann auch ein, ja, sagen wir mal, wenn ich sagen würde, ich bin ein Thai und habe jetzt Besitz in Deutschland, dann muss ich das bezahlen. Aber nicht so. Wenn ich jetzt ein Deutscher bin und wohne in Thailand, das, was ich in Deutschland erwirtschaftet habe, dass ich hier Steuern zahlen muss. Ja, wenn das so ist, dann muss die Regierung auch die gleiche Rechte geben, was der Thai hast. Du musst eine 30-Baht-Krankenkasse haben. Ja, wenn du schwer behindert bist, die kriegen hier auch so 800 Baht oder etwas mehr, musst du auch kriegen. Sozialgeld kriegst du auch hier. Ja, dann hast du das Recht auch. Wenn du eine Rente nicht lang und du lebst mit ein paar Cent, der muss auch einen Zuschuss kriegen, wie die normalen Rentner. Du zahlst doch die Steuern. Ja, das meint meine Frau auch. Warum zahlst du Steuern, wenn du keine Leistung kriegst? Ja, das frage ich mich auch, habe ich auch gefragt. Ja, sie finden das ungerecht, denn ja, das sage ich auch. Das ist nicht eine Thais. Wenn man mehrere hat, die so auch in Europa gewohnt haben, die haben auch doch die Leistung gekriegt. Warum sollen wir das auch nicht hier kriegen? Wenn ich in Amerika gearbeitet habe und habe Steuern gezahlt, habe ich fast die gleichen Rechte wie ein Amerikaner. Bin ich arbeitslos, habe ich auch eingezahlt, kriege ich auch. Ist das Geld zu wenig, dann kannst du auch noch dein Essengeld kriegen. Ist eine Karte, was das Sozialamt ausgibt. Da musst du aber wirklich wenig verdienen. Das kannst du sagen, mal 70% haben das. Kriegst du eine Karte. Damit kannst du dein Essen kaufen, praktisch in jedem Laden, außer Zigaretten, Alkohol, Luxusartikel. Die wissen das ganz genau, die Kasse, was da reingehört und was nicht reingehört. Und das hat jeder Anspruch, der in Amerika gearbeitet hat und Sozialleistung zahlt oder Steuern zahlt, um mal so sagen. Und das finde ich gut. Das sind Überproduktion von der Lebensmittelindustrie, was der Staat so ungefähr aufkauft und dann die Leute das geben, so ungefähr ist das, ja. Wollen wir da nicht darüber reden, aber das ist aber nicht in Thailand. Aber man muss so sagen, andere Länder geben auch, so wie Deutschland, ja. Hast du gearbeitet, hast ein Anrecht auf das gleiche System wie ein Deutscher. Und das, wenn ich Steuern zahlen muss oder das anrechne, was ich zu Hause in Europa habe, noch an Gelder, ja. Wenn sie das machen, dann würde ich das gleiche Recht haben wie andere Länder. Es gibt ein paar Länder, was steuerfrei sind, aber dafür ist der Lebensqualitätsstandard sehr hoch und teuer. Ja, dafür zahlt sie auch dann keine Steuern. Ja, das wird immer weniger mit steuerfreien Ländern, wie ich das so sehe, was wie vor 20 Jahren war, wenn ich das so gucke im Internet, Gegensatz von heute. Da kann man sagen, traurig, traurig, traurig. Ja, das ist wieder so, wie man so sieht. Corona hat eine Wirtschaftskrise gemacht. Dadurch, was die ausgegeben hat, die Regierung, wollen sie die Gelder von woanders holen. Wo kann man das am besten holen? An den armen Volk. Das ist das Problem.
Ja, schreibt mal einen Kommentar dazu. Ich will mal darüber reden mehr und mach euch keine Sachen daraus. Das, was gestern in der Zeitung stand, mit den Versteuern auch in Europa und allen den Besitztümern, was du in deinem Land hast, das wird schwer sein. Das wird erstmal auch gekippt. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Ciao, euer Sigi aus Thailand.